Was uns daran nicht hindert, abseits vom kleinen Stream-Neustart, eine neue Runde zu starten. Denn das Tag-Team hier geht in die zweite Runde. Und dann gucken wir mal, ob wir das nochmal so lustig da oben hinbekommen, wie gerade eben, indem wir einfach nochmal eine Runde spielen, oder? Was sagst du? Ich bin dabei. Dann starten wir die nächste Folge. Wahrscheinlich sogar die letzte für heute. Los geht's. So, dann lasse den nächsten Teil des Streams beginnen mit einer weiteren Runde unseres schönen Dream Teams MOM Malte und Most. Und 38 LP. Das ist doch dämlich. Wir haben echt nichts Besseres zu tun, als uns hier irgendwie oben, keine Ahnung, was haben wir jetzt? 10 Uhr abends. Jetzt hätten wir schon was im Tee. Ja, wir haben so viel gewonnen. So, versuchen wir es gleich nochmal. Auslaufgabe direkt und starten wir direkt in den Spaß rein. ABCD, nein. Willst du es noch suchen? Stellen Sie der Tusche, dem Schatten, dem Stift und dem Spray jeweils das passende Anwendungsgebiet voran. A Wimpern, B Lid, C Lippen, D H. Es ist wieder ABCD. Ja? Ja! Ich habe mich gerade an die Sendung erinnert. Die Reihenfolge war auch im prominenten Special. Tusche, Lidschatten. Lippenstift und Haarspray. Das ist A, B, C, D. A, B, C und dann D. Läuft super. Finde ich irgendwie ja witzig. So. Ja. Wieder mit 4? Ja, ne? Ja, und ja, ja. Und dann los geht's. 3 ist ja langweilig. Das stimmt. So, große Speditionen verfügen meist über etliche Fans, zahlreiche Anhänger, allerhand Bewunderer oder viele Verehrer. B. Zahlreiche Anhänger, jawohl. 100. Reist der Pocher in die größte Stadt im Kreis Wesel, besucht James Blunt, Robbie Williams, Olly Murs, Justin Bieber. Eiskalt. Viele Musiker müssen ihr Instrument vor dem Spielen. Wollte schon sagen, ohne Antworten. Wahlkreise, Direktmandate, Landeslisten, erst Stimmen. Stimmen war dabei. Hat gezählt. Den Apachenhäuptling Winnetou spielte Pierre Price erstmals in Der Schatz im Ninalu-Brunnen vor dem Tore, Silbersee, Marianengraben. Der Schatz im Silbersee. Jawoll. Gut, ne? 500. Da muss ich gar nicht mehr mitraten, weißt du? In einem seiner populärsten Hits will Wolfgang Petri wissen, warum schickst du mich? Ach, scheiße, ja. Zur Bundeswehr, in die Hölle, auf den Mars, warum zum ZDF. In die Hölle. 500. Zum ZDF, ja geil. Wie er sich freut, weißt du? Also ich hab jetzt schon wieder was für die seine mal bis 16.000 durch. 500 Euro hast du noch nie im Let's Play hier gewonnen. Niemals. Das fängt gut an, I like it. So, die haben einen Tick nach oben gehen, Lautstärke, so, wups. 1000. Zweifelhafte Berühmtheit erlangte vor rund 50 Jahren Walter Ulbrichts Statement. Niemand hat die Absicht. Naja, Weißt du noch? Naja, nee, grad nicht. Ich sag, eine Mauer zu errichten. Einen Freistoß zu pfeifen, die rote Karte zu zeigen, eine Mauer zu errichten, aufs Tor zu schießen. Tja. Ach, sehr gut, was da steht. Naja, nehmen wir das.
Ich sehe schon, die ersten 5 machst du, die zweiten 5 mache ich, die dritten 5 machst du wieder. Der weiß ja, bei mir läuft's. 2000. Wer stimmte kürzlich über seine Unabhängigkeit ab? Nordkenia, Ostnigeria, Südsudan oder Westmarokko? Keine Ahnung. War das nicht hier Dings? Dingens was? Südsudan? Kann sein. Ich würde sagen Südsudan. So, was, nimm auf deine Kappe hin? Ich habe keine Ahnung. Ja. Südsudan? Richtig. Aber jetzt ist jede zweite für jeden. So in etwa. 4000. Was war Anfang Februar 2016 nicht nur in den USA von großem Interesse? Postleitzahl von Texas, Mailadresse von Michigan, Vorwahl von Iowa, Kontodaten von Florida. Also, vielleicht ging es da um Stürme oder sowas, deswegen würde ich vielleicht sagen, ja, Kontodaten von Florida wegen Stürmen, andererseits Iowa, vielleicht war da irgendwie, weiß nicht. Vorwahl? Ach stimmt, Quatsch, hast recht, Februar 2016, ja, warte mal. Die Vorwahlen, stimmt, Dings. Ja. Die Vorwahl, stimmt, ja, krass, falsch gedacht, stimmt, Präsidentenwahl und so, ja, C. Mhm. 4000. Gut. Machen wir den Speedrun nach, 8000. Wo flüchteten zum Ostern drei Teilnehmer der Big Brother Staffel aus ihrem Containerhaus? Niederlande, Dänemark, Deutschland, Schweden. Hast du das gesehen? Nein. Du? Nö. Also ich und Fernsehen? Nein. Ich und PC 100%. Wo flüchteten zu Ostern drei Teile? Containerhaus, ja. Dänemark oder Schweden? Wetten wir 50-50, würden die beiden stehen bleiben? Wollen wir es versuchen? Wenn du es willst, oder willst du produktiv viel direkt einen Zusatzjoker ausschmeißen? Naja, was ist denn sinnvoller? Also 50-50 ist bei uns die Scherzvariante eher. Wenn zwei Antworten stehen bleiben, haben wir trotzdem noch keine Ahnung, glaube ich. Telefonjob. Können wir ja aber machen, das ist ja unterhaltsam. Ja, wir wollen noch weit kommen. Ja. Das schaffst du auch ohne mich und ohne Joker. Wenn wir weit kommen, dann nehmen wir entweder Dänemark oder Schweden. So ist die Logik, verstehe. So ist das also zu lösen. Wie wär's mit einer Münze? Dein Ernst? Ja, das hat bisher immer geklappt. Ich hab einen Würfelbecher hier stehen, das reicht doch. Ja, dann Würfel, wenn's eine gerade Zahl ist, nehmen wir B. Wenn's ungerade ist, nehmen wir D. Aber du bist schuld. Also ich wäre jetzt 50-50 statt So, ist eine ungerade Zahl. Ist eine 5. Ja, dann nehmen wir A. B meine ich, ja? Sicher? Ja, nehmen wir Dänemark. Wenn der Würfel sagt, ist ungerade. Warte, ich mach nochmal. Nee, einmal gilt ja nur. Ist immer noch ungerade, verdammt. Ja, dann nehmen wir immer noch Dänemark. Versuch's mal. Versuch's mal, sagt er, ist eingeloggt und ist richtig. Ich sitze bei dir auch. Das ist das Pokerface. Pokerface. Oh, mein Gott. 16.004 Joker noch da. Mach nix. Wenn du hier durch den Parcours mit mir durchsaust, unfassbar. Was macht man mit einem Devil Stick? Oh, jonglieren, glaube ich. Massieren, Gitarrenstimmen, jonglieren, Pferde dressieren. Ja, wenn du dir sicher bist, nimmst. Ich meine, die Frage gab's natürlich im Fernsehen. Ich meine, das war C gewesen, jonglieren. Pferde dressieren, glaube ich nicht. Gitarrenstimmen würde ich auch nicht, würde ich nicht glauben. Massieren, ist eher auspeitschen, was? Ja, dann nimm doch jonglieren. Nehme ich? Ist richtig.
Viel zu einfach. Das 32. Gar keiner mehr im Chat. Die sind alle, du hast die alle schon. Ja, den Mund schon nicht mehr zu. 32, weiter geht's. In welcher dieser olympischen Disziplinen liegt die Weltrekordmarke der Herren bei der größten Weite? Was? Hammerwerfen, Diskuswerfen, Speerwerfen, Kugelstoßen. Aha. Also warte, in welcher dieser olympischen Disziplinen liegt die Weltrekordmarke der Herren bei der größten Weite? Bei der größten Weite? Ja, ja. Achso, ja. Okay, hast du Kugelstoßen. Ja, eher Speer, ne? Speer sind leicht, je nachdem. Also ich tendiere zu Speer. Wäre meine Vermutung auch unter anderem, aber ich frage mich gerade, weil normalerweise Diskuswerfen immer so die Sportart schlechthin ja ist. Hammerwerfen würde ich wegfallen lassen, genauso wie vielleicht auch Kugelschuss und so. Diskuswerfen, wie schwer ist ein Diskus? Ist ein Diskus schwieriger als eine Kugel zu schmeißen? Das weiß ich nicht. Also Speere sind leicht, verdammt leicht sogar. Na gut, die haben meistens vorne Metallspitze und da hinten sind sie aus Holz. Hammer nein, Kugel nein. Diskus, Speer, ich würde bei Speer bleiben und wenn ich alleine spiele, würde ich es nehmen. Dann spielst du das Wort alleine und ich nehme C. Nein, mit dem Joker komme ich bis zur Million. Das ist. Es sei denn, man nimmt den Joker. Und mit mir nicht? Ich bin beleidigt. Da. Hier, red mit der Hand. Ich hätte das vorhin mit den Jonglieren hätte ich nicht gewusst. Ich kannte die Frage einfach noch. Das würdest du auch nicht wissen. Wollen wir Speer nehmen? Dann nehmen wir Speer. Auf meine Kappe. Gebongt, eingeloggt. War vorhin schon mal. Geht's jetzt nochmal gut? Ah, mal gucken. Hast du recht oder nicht? Finden Sie es raus nach der Werbepause? Nein. Haben wir ihn nicht. 1000 Euro. Oder ein lächelnder Malte, richtig. Immer noch alle Joker. Das ist der Wahnsinn. 64.000. Zum Gebiet. Welchen Status gehört das Kap Horn? Ach, das ist doch einfach. Ja, dann sag ohne Antworten mal. Was soll ich sagen? Mal ohne Antwort. Was ist? Das kann. Ja, weiß ich nicht. Das kann, ja, weiß ich nicht. Alles klar. Blätter mal auf. Argentinien. Uruguay. Chile. Brasilien. Ja, Chile. Ja? Letztes Wort? Kenne ich die Frage. Ja, wehe, wenn nicht, ne? Ja, richtig. Gott. Drei Fragen, vier Joker. 125.000, es geht noch weiter mit uns. Welche freien Wähler? Ich brauch Joker. Du nicht. Welche freien Wähler zogen dank eines Direktmandats im September in den Brandenburger Landtag ein? HSV, FCK, BVB, S04. Das weiß ich ja auch nicht. Das weißt du nicht. Ne. In welchem September denn überhaupt? Aber. Ich hätte eine Vermutung vielleicht. Aber. It's Joker Time. Da haben wir noch alle vier. Doch, so viel. Jetzt müssen wir noch schlau spielen. Welche bringt uns am meisten weiter? Also Zusatzjoker kannst du, glaube ich, wie immer beantworten. Das wissen wir ja schon. Telefon weiß es auch so gut wie immer, wenn wir die Nummer 2 nehmen. Telefon, ne? Hat letztes Wochenende in Chatrunden zweimal 500.000 Euro gewusst. Deswegen meine ich ja. Ist auch sehr gut Telefon. 50-50 ist jetzt eher was, wenn man was ausschließen könnte. Können wir aber nicht. Deswegen Zusatz. Publikum. Publikum kannst du eigentlich jetzt schon vergessen. Also, ja. Was nehmen wir?
Soll ich erst meine Vermutung sagen und dann Joker nehmen, oder? glaubst du, du beeinflusst das Spiel also? Nee, nicht, dass es nachher heißt hier, ich vermute, im Nachhinein werde ich das Ergebnis oder die Lösung von Telefon oder Zusatzjoker weiß, dass ich das dann auch sage. So, ja, hätte ich ja auch gesagt. Kann jeder sagen. Dann sag's mal. Also, eher BVB und danach S04. Okay, bei mir wäre es FCK und BVB. Oh, dann sind wir bei BVB ja wieder gemeinsam. Verdammt, Zusatzjoker? Ja. Zahl? 3. Sag jetzt nicht, dass der da gleich sagt BVB, weil da bist du 3 cm kürzer. Dann sag ich ihm nicht, dass er gesagt hat, dass es C ist. Oh nein. Dann sag ich eben es nicht. Ich seh's aber. Dann mach die Augen zu, C. Kann der Stream nicht 20 Sekunden wieder Verzögerung haben? Schon wieder? Ja, nee, dann würde ich das Ergebnis ja noch nicht sehen. Er sagte C und es ist C. Schade, ein Joker weg, den hätten wir nicht gebraucht. Ja, Mann. Ich erinnere nur, Weihnachtsspecial, 5 Fragen, 5 Joker. Wollen wir nicht, wir können doch mal bis zur Million hoch und alle Joker noch haben. Noch hast du die 3 klassischen. 500.000. Ja. Naja, ist aber ein Kreuz da, das stört mich. Wo fand 1968 die Fußball-Europameisterschaft statt? Spanien, Italien, Frankreich, Schweden. 1968. Ja. Gute Frage. Was hast du gesagt? Hilfe! Ach so, Hilfe. Ich schwank zwischen 2. Ist Italien dabei? Mhm. Bei mir auch? Nee. Was ist dein zweites? Warte. Was ist dein zweites? Italien. Verdammt, wir haben ein Problem. Wieso? Meins auch. Ach so, scheiße. 50-50? Ja. B oder C? Italien. War meine erste Vermutung? Ja, meine auch. Das hast du doch gesagt, Mann. Der hätte mir das doch genommen. Oh. Hab ich doch gerade gesagt. Ja. Sag mal, wen? Wir hätten für die Millionenfrage alle Joker haben können. B nehmen? Ja. Na, wer ist jetzt falsch? Ich bin schon enttäuscht von dir, was? Das ist nicht falsch. Es ist... richtig! Es kommt kein Schrei, weil das einfach klar war. Ja, ist ja easy going, ich brauch keinen Joker dafür. Puh. Ja. Wir hätten alle 4 Joker jetzt für die Millionen ab. Vielleicht brauchen wir jetzt auch keinen Joker, dann hätten wir wirklich alles ohne... Viel zu einfach. Erste Briefmarke. Was, erste Briefmarke? Mann, schwarzer Einser kommt jetzt. Jupp. Sehen wir. Oder Kellner. Was ist die Perle von Likoma? Fisch, Schmetterling, Rosé, Pilz. Was? Ich hab keine Ahnung. Willkommen im Club. Bleiben noch 2 Joker übrig, die wahrscheinlich beide versagen werden. Pilz glaube ich nicht. Also. Wir können ja beeinflusst, der Telefonjoker ist mal. Können wir erstmal das Publikum befragen und dann schauen wir mal und dann rufen wir an. Ich sag mal so, letzte Woche war der bei beiden Millionen Fragen falsch. Guck mal, was sich jetzt ändert. Publikum? Mhm. Was ist die Perle von Likoma? Fisch, Schmetterling, Rosé oder Pilz? Also, ich sag mal so, meine Vermutung liegt irgendwo bei womöglich ein Fisch oder eventuell Pilz.
Nee, Pilz hätte ich ausgeschlossen, aber Fisch sind wir uns einer Meinung. Oh Gott. Aber was sind denn deine beiden? Sag mal kurz. Ja, Fisch oder Rose? 56% sind für A, 23% sind für B, 13% für Antwort D, Pilz und 8% für Rosé. Naja, wir haben jetzt ja auch gequatscht, ne? Das weiß ich. Nein. Das wissen die aber nicht. Nein. Wollen wir noch anrufen, oder? Können wir noch machen. Wenn der auch A sagt, dann wird es lustig. Dann nehmen wir die 2. Okay, dann rufen wir noch jemanden an. Fisch. Erstmal abwarten, was er sagt. Blub, blub, blub. Ist keiner da. Doch, geht weiter. Fisch, Schmetterling, Rose oder Pilz. Ich kann zwei Antworten ausschließen. 60% sicher, dass es nur Antwort A oder B sein kann. Was? Das ist nicht gut. Stärkere Tendenz geht zu was? Zu? Antwort A! Ernsthaft? Denn ist A eingeloggt. Damn, he still has lifeline plus. Ha! That sounds like you would try to see me fail. Ha! Nope! Also A? Ja. Wir hätten überhaupt keinen Joker gebraucht. Wir hätten keinen gebraucht, oder? Wir hätten keinen gebraucht, das ist richtig. Wahnsinn. Wie immer bei uns zwei irgendwie. Das sind halt die. Das sind die ganz vielen Gäste in M&M's. Naja, die beiden M&M's können ja nur das dritte M machen, bilden. Das ist ja Millionär sein. Oh yeah. Fehlt noch Maxi und Marvin und Markus. Da haben wir 5. Viel zu gut. Naja, bei einem, der würde uns wahrscheinlich nicht zur Million bringen, sondern eher zur Verzweiflung. Weißt du, wie lange wir jetzt gerade für die Runde gebraucht haben? Na? Etwa 22 Minuten. Das ist doch eine Folgenlänge. Oh ja. Du sagst es, das wollte ich nämlich gerade überleiten zu. Aber schon wieder eine Million. Also warte, wir haben schon letzte Woche 2 gehabt mit dem Chat. Jetzt haben wir 2 privat eine geholt. Wir hatten so schon beide eine so oder so gehabt. Plus in der Teamrunde, glaube ich, eine gehabt. Also wir haben schon bestimmt 6 Millionen fallen lassen jetzt diese Runde. Diese Staffeln. Krass. Wir haben es echt noch nicht verlernt. Wir sind viel zu gut. Naja. Da das hier aber die letzte Folge war für diese Live-Session. Meine Damen und Herren, der Produzent ist arm geworden. Tut mir leid, das war's für jetzt. Wir sehen uns nie wieder, danke. Ja, jetzt geht weiter mit Deal or No Deal. Nein, Spaß. Ich kann nur sagen, nächsten Samstag empfiehlt es sich mal in den Stream zu schauen, denn da werden wir ein kleines Special machen. Und zwar ein wirkliches Special, nicht keine besonderen Joker, nein, es geht ein bisschen mal dramatisch bei uns zu. Und bis dahin heißt abwarten, Tee trinken, abschalten und die Folge genießen. Bis dann, lasst krachen und ciao. Tschüss. Wieder da, ernsthaft? Lest mal im Chat. Ja, toll. Maxi, du kommst zu spät. Die Million ist gefallen. Oh yeah.